So, da sind wir wieder. Willkommen zurück beim M-Stars in German Nobilate. Wir gehen wieder raus und sammeln ein bisschen was. Есть минута. Ага. Что случилось? Я тут понаблюдал за нами. Похоже, они готовятся к большой поставке припасов. Может, пищевые пайки. Можем мы этим воспользоваться. Интересно? Еще бы. Похоже, мы тут надолго. Прости, Игорь, мне нехорошо. Тебе придется пойти одному. Ihm geht's nicht gut, wir müssen alleine aufbrechen. Das ist ja schade. Essenabwurf auf dem Leninplatz. Ich glaube, da waren wir gerade schon. Pripyat Port. Ich glaube, wir gehen jetzt zum Moskau-Auge in der Folge hier. Let's go. Das wird sicher interessant. Почему ты здесь? Кто тебя послал? Вы их убили. О боже. Они же просто обычные парни. Зона Б. Vielleicht kommen wir jetzt zum Duga-Radar. Finally. Finally. I can move how I want and I need to pick a time. Sehr schön. Wir brauchen alles, was wir in die Finger kriegen können. Alles. Vor allem Kräuter. Da steht ja schon einer. Ich hab mich geirrt. Aber ich habe trotzdem Schreck bekommen. Da steht aber einer. Da vorne. Oder ist das auch wieder so eine Illusion? Ja, ich glaube schon. Scheiße, hier ist aber echt Kacke am Dampfen, Alter. Sieht hier gar nicht gut aus. Also, ein bisschen unheimlich ist das schon. Da ist Duga. Ich fasse es nicht. Es ist zwar nur digital, aber zum ersten Mal in meinem Leben werde ich Duga sehen können. Ja, Tatjana Maliva. Da ist das Radar-Ding. Прекратить огонь! Блин! Он шевельнулся! Шевельнулся! Его руки были в воздухе! У тебя проблемы? Я не буду рыдать из-за какого-то сумасшедшего нарушителя. Лейтенант, передайте патрулю, пусть они заберут тело. Tja, so die gehen hier mit den Dingern um, ey, mit den Stalkern. Steht genau vor uns. Hier ist ziemlich hohe Strahlung.
Das ist zu hoch. Scheiße, der bewegt sich gar nicht. Der andere. Der bewegt sich ein bisschen. Kriege ich nicht. Wir müssen uns an den vorbeischleichen. Großes Glück, dass sie in dem Spiel nicht hinterherlaufen. Oh shit. Knistert zu doll hier. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden. Jetzt dann nach links und da ist das Radar. Das ist tatsächlich eine Radaranlage. Die ist gigantisch. Ich werde euch einen Link reinstellen. Ein YouTube-Video. Mit der Infokarte hier. Da oben an der Ecke irgendwo. Dann könnt ihr euch das Ding mal in Lebensgröße angucken quasi. Beziehungsweise in echt. Mehr oder weniger. Ich möchte da auch unbedingt mal hin, ey. Das ist so bescheuert eigentlich, aber I want it. Okay, wir haben es erstmal bis hier geschafft. Ich wusste nicht, dass da noch Häuser direkt davor stehen. Ich finde das Map-Design so schön. Dieses Radar-Dings ist wirklich riesengroß. Riesengroß. Kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns da jetzt hinarbeiten. Hier ist ein Generator. Ты не видел здесь одну женщину? Она балерина и скрипачка. Длинные черные волосы. По крайней мере, так было. 30 лет назад. Прием. Нет. Ты уверен, что ты нормально себя чувствуешь? Кодовое название миссии будет... Ах да. Панцеркампфваген. Круто, скажи. Он это на ходу выдумывает. Наверняка. Да, точно. Цель миссии Панцеркампфваген — это стереть все данные из базы данных НАР. Грузовик с ноутбуком остановится здесь буквально через несколько минут. Ты должен взломать его и добыть коды, чтобы получить доступ к базе данных НАР. Прием. Погоди минуту. Что добыть? Коды? Взломать ноут? Или базу данных НАР взломать? Прием. Да, именно. Ты только его взломай, а не разломай. Короче, топором не фигач. Ну ты понял. Не,
спецагентскую магию. Ну, знаешь, когда нажимаешь кнопки, а потом выкрикиваешь «Готово!» Вот это все. Прием. Ты что, издеваешься? Прием. Михаил, ты там? Прием. Да, да, я тут. Время вышло. Грузовик почти на месте. Найди ноутбук и взломай его. Начинаем операцию «Панцеркампфваген», агент. Конец связи. Wir wollten uns doch aber noch ein bisschen Duga angucken. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Warum denn noch nicht? Jetzt wäre hier schon genug Übernatürliches unterwegs. In 36 Meter ist auch irgendwas. Ach, ist das ein Monument? Für die Feuerwehrleute? Und für die Hilfskräfte hier, die das aufgeräumt haben? Ja. В смысле новенький? Ага, новичок на районе. А, ну, это вряд ли. Я сюда переехал в 85-м. Квартиру как раз доделали. Я думал навсегда здесь поселиться. В общем, не очень веселая история. 1985-й. О, это выходит 3-5. Ну, так это больше 10 лет. А знаешь, что это значит, а? Знаешь, да? Ага, это то, что ты местный один из нас. Братва Припяти. А братва Припяти держится вместе. А вместе круче. Так это надо отпраздновать. Жаль только, что эти козлы из НАР все конфисковали. Весь самогон. Небось уже валяются. Зюзю, гандоны дырявые. Да не унывай, братишка. Мы им еще задницу надерем. Братва Припяти никого не прощает. Вот тогда и отпразднуем у этой сволоты на могилах. А ты что-то про торговлю говорил? Что предлагаешь? А я знаю. Как так? Что значит «не знаю»? Да вот так. Я продаю коробки с добычей. Не открывал. А я не знаю, что внутри. Коробки с добычей – это вообще законно? Хм, еще бы. Братва ведет четкий бизнес. Настоящая уличная сделка. Сделка проста. Один паек за одну коробку с добычей. По одной коробке в день, потому что ты мне брат. Я дам тебе одну бесплатную коробку с добычей. Только для тебя. Ты можешь мне помочь, друг? Я ищу одну девушку. Ее зовут Татьяна Амалиева. Татьяна? Ого, прекрасное имя для настоящей красавицы. Даже пахнет красотой. Слышь, а фотка есть? Нет, нету. Была, но... Жаль. Нет, я о ней не слыхал. Твоя девушка, да? Ха-х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 а-
Мне пора. Удачи тебе, друг. Мне пора. Удачи тебе, друг. Ja, und das ist die, das Denkmal für die Helden, für die Aufräumer, glaube ich. Allerdings. Ha? Allerdings steht das am falschen Fleck, da bin ich mir sicher. Guck mal, wie weit wir hier rankommen. An Duga. Ja. Sehr groß. Die Maps sind so geil gemacht. Die Häuser sehen so faszinierend aus. So ähnlich mit dem, was ich selber schon in Lost Places gefunden habe. Voll. Okay, Kiste mit Beute. Die muss ich aber mitnehmen. Okay, aber bisher haben wir die noch nicht, also ich habe noch keinen Bereich gefunden, wo wir das gebraucht hätten. Dann gucken wir mal weiter hier. Dann sollten wir irgendwann endlich mal unsere Basis ein bisschen ausbauen können. Das sieht aber sehr, sehr frisch benutzt aus hier. Diese Stadt ist einfach Lost Place, sein Vater. Ohne Witz. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war unser Ausflug zu Duga 3. Zu viel mehr werden wir jetzt erstmal nicht kommen hier. Aber wir haben auf jeden Fall unseren neuen Kameraden hier kennengelernt. Da drüben ist noch ein großes Haus, was wir uns auf jeden Fall noch angucken. Da sitzt auf jeden Fall ein astreiner Russenhocke da. Auch beste. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt noch mal ein bisschen hier lang. Sammeln noch das ein oder andere ein. Und das finde ich auch cool. Hier so auf den Dächern rumrennen kann. Sehr lustig. Nur keine Items hier. Der chillt dahin. Ah, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ja, hier sind wir eingestiegen. Da sind wir rausgekommen. Hier ist aber sehr viel Strahlung.
Ich habe mal geguckt, so spaßenshalber, was so ein Geigerzähler kostet, wenn man sich den selber kaufen würde. Der kostet einfach mal ein Taui. Ein Geigerzähler kostet einfach ein Taui, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht mal, wie so ein Ding funktioniert. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Fläche in dem Gerät, was die Partikel misst, also die radioaktiven Partikel, die da durchschießen, durch dieses Messfeld im Prinzip. Und das wird wahrscheinlich ein Material sein, was nicht so günstig ist. Könnte ich mir vorstellen. Gut, also schaut euch gerne das Video an zu Duga 3, was ich hier oben ja verlinkt habe. Und wir sehen uns zur nächsten Folge, dann weiß ich auch Bescheid, wie so ein Geigerzähler funktioniert. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, der M-Starts.